Hallo und herzlich willkommen zu meiner eigenen Warlords of Draenor Beta Show. Wollte ich schon immer mal sagen. Denn ich habe einen Beta Key und nach langem Live Support Schreiben mit den Game Mastern habe ich es auch endlich aktiviert gekriegt. Und ja, da würde ich mal sagen, wir starten. Und weil ich mich nicht spoilern will, zumindest nicht so sehr, man wird sich so oder so mal ein bisschen spoilern, das ist noch Beta, aber so, ne, also Videos wird man sich wahrscheinlich auch nicht spoilern. Aber so im Allgemeinen, nicht die Gebiete ungefähr, so hundertprozentig, spiele ich halt auf der Horde-Seite, weil ich werde nach Release Allianz-Seite spielen. Und ich werde aber, denke ich, trotzdem einen Druiden machen, weil das Problem bei Betas ist halt immer, man muss alles specken. Und, ja, ich sag mal, mit den Druiden kenne ich mich zumindest ein bisschen aus, sonst sogar Jäger vielleicht. Also da muss ich ja erstmal in die ganzen Rotationen reinkommen, oder wenn ich eine neue Klasse ausprobieren würde, wäre es schon ein bisschen blöd und schwer zum Einsteigen. Mache ich mir jetzt einfach irgendwie einen Troll-Druiden. Mit der nämlich diese tollen neuen Charaktermodelle, ja. Ich weiß gar nicht, sind das schon die neuen? Bestimmt. Kann ich hier tolle Sachen auswählen, ist egal. Irgendwas randommäßiges. Dann nenne ich mich Jodru. Und dann sehen wir uns wieder in Game. Lass die Hunde los. Eine Menge Achievements. Bam, 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 bam. Gras poppt noch. Was ist neu? Interface Feature. Check out the new Toy Box Bag Improvements and Region Bag. Pre-made Group Finder. List and burst groups for dungeons, raids, PvP and more. Muss doch neu kommen. Muss mal gucken, ob neue Charaktermodelle. Okay. Ich habe jetzt einfach mal einen Horde-Chart erstellt, einfach um mich nicht zu spoilen, wenn ich das dann eben nach Release auf der Allianz-Seite spielen will, werden, tu, was auch immer. Ach so, ja. Wir haben immer noch 4 Specs als Druide. Müssen wir mal gucken, was wir gleich specken, wie wir specken. Und wir müssen auch mal den Sound und so anpassen. Vollbildfenster. Das habe ich, glaube ich, immer gespielt. Ups, so war der wahrscheinlich kurz weg. Ich wollte aber den Sound gerne mal leiser machen. Nicht die Soundqualität, wo ist denn hier da? Vielleicht ein bisschen zu leise. Effekte wirken halt noch irgendwie so laut. Naja. Was gibt's denn sonst so? Grafik? Ultra. Passt schon. Raid Graphic. Ah, genau, das ist jetzt neu. Ihr könnt jetzt nämlich Grafik für Raids extra einstellen. Weil ihr Probleme mit vielen Spielern auf einer Stelle habt, wenn ihr mit eurem PC, weil euer PC nicht so gut ist und ihr vielleicht raiden wollt, könnt ihr halt für Raids extra Grafikeinstellungen nehmen, könnt ihr halt normal, was weiß ich, hier auf Ultra spielen und dann in Raids auf Mittel oder Niedrig oder was auch immer. Damit die Effekte, was weiß ich, nicht euren PC hier schrotten. Ist ganz cool eigentlich gemacht. Ansonsten glaube ich hier soweit nichts Neues. Ist sogar größtenteils auf Deutsch. Spells sind sogar auch schon alle auf Deutsch, beziehungsweise auch noch die alten Spells. Keine Ahnung, ob dann die neuen auch alle übersetzt sind. Und die Quests, das werden wir alles noch sehen. Ich muss mich auch erstmal gleich reinfinden und dann sehen wir uns hier wieder. Bis gleich. So, willkommen zurück. Ich habe mir jetzt mal meinen Charakter ein bisschen eingerichtet. Das ist immer das Schlimmste an Betas und so, finde ich, und PTRs und was nicht alles gibt. Du musst halt dein Char mal komplett neu spielen, neu skillen und specken und alles.
Und wenn du halt über ein Jahr nicht mehr gespielt hast, hast halt keine Ahnung. Da ist auch dein Char nicht in der Armory. Das heißt, du kannst auch nicht nachgucken, was du geskillt hattest. Du musst halt wieder alle Skills durchlesen. Warum hat das jetzt gedauert? Ich habe mir jetzt einen Healer gemacht und einen Feral-Dudu. Und es sind eine Menge Spells rausgenommen worden. Also ich habe auch gelesen jetzt, weil ich musste mal gucken, ob die Spells jetzt raus sind oder nicht und so. Ich habe halt gelesen, dass allgemein am Mana-Rack eine Menge geändert wurde und es wurden fast alle Mana-Rack-Spells rausgenommen. Deshalb habe ich auch kein Anregen mehr. Ich habe kein Einschläfern mehr oder wie es heißt, Winterschlaf. Also nicht das hat jetzt nicht damit zu tun. Also ich habe keinen Winterschlaf mehr. Ich habe eine Menge Heilskills nicht mehr. Kann ich mal zeigen, ich respekt meine. Und zwar gibt es Pflege nicht mehr. Man kann die Pilze nicht mehr explodieren lassen. Den Skill gibt es nicht mehr. Dafür ist der hier, glaube ich, neu. Zumindest kann ich den noch nicht. Kinesis. Es gibt keine Symbiose mehr. Also das, was du auf irgendeine Klasse gemacht hast, wodurch du ein extra Spell bekommen hast. Das gibt's nicht mehr. Was war das noch? Es war eine Menge. Es wurden eine Menge Spells rausgenommen. Genau, Anregen gibt's halt nicht mehr. Und so weiter. Zerfleischen gibt's jetzt nicht mehr für Katzen, sondern nur noch für Bären. Ja, also eigentlich hat sich eine ganze Menge geändert. Also wurde viel rausgenommen. Finde ich jetzt eigentlich gar nicht so schlimm. Ist ja natürlich gewöhnungsbedürftig. Aber ich meine, ich hasse es, wenn du irgendwie hier 5, 6 Leisten voll mit Spells hast. Und dann bist du hier nur am Klicken und Hotkey spammen und so. Ich finde das so in einer bzw. zwei Leisten um einiges angenehmer angeordnet. Kommen natürlich die, die sowieso sagen, ich muss doch mit meinem Rogue, was weiß ich, da auch immer trotzdem nur zwei Knöpfe spammen und erst ein DPS zu sein, so bla bla. Ja, und könnte er ja weiter so machen. Deshalb finde ich es aber auch trotzdem auch nicht schlimm, dass die Skills so ein bisschen vereinfacht haben, eine Menge rausgenommen haben. Und das mit dem Mana-Rack hängt, glaube ich, auch damit zusammen, dass sie eben ja alles wieder runterskaliert haben von den HP her und so. Ansonsten, was ist noch neu, können wir ja mal gucken. Ich habe mich jetzt selber noch nicht umgeschaut. Ich habe jetzt nur gespeckt und sonst eigentlich nichts gemacht. Und wie gesagt, ich spiele halt Horde, damit ich mir nicht unbedingt alles spoilern werde, weil ich halt Allianz spielen werde. Können wir ja mal gucken. Ah, genau, das ist zum Beispiel neu. Die Gegenstände haben jetzt mehrere Stats drauf, so dass ihr je nach Spec immer ein Ding aktiv habt. Also jetzt habe ich halt eine In-Spec, weil ich bin hier. Müsste ich eigentlich dann Beweglichkeit kriegen, wenn ich umspecke? Können wir ja mal testen. Ja, jetzt habe ich Beweglichkeit statt Int. Siehst du, das ist auf jeden Fall neu. Das ist gut. Gibt es halt jetzt auf allen Items oder so. Oder es sind besondere Items, habe ich keine Ahnung. Das habe ich irgendwelche Items, habe ich gerade nicht. Ne? Das sind jetzt alles mir gegebene Items. Dark Portal Zone. Das ist nicht auf allen Items. Das ist auch wohl auf einigen Items. Gut, es macht doch nicht jedes Item Sinn. Mit jedem Ding. Also und so. Naja, egal. Also das ist auf jeden Fall neu. Was ist denn sonst noch neu? Was haben wir denn hier? Da war nichts neu, oder? Achso, ja, Glyphen wurden auch eine Menge rausgenommen. Gibt keine Schreddern-Glyphe mehr, weil Schreddern ja eigentlich dafür gedacht war, was von hinten zu machen. Von hinten. Aber da Schreddern jetzt allgemeiner Spell ist, also es ist gar nicht mehr nur von hinten. Wie ihr hier nachlesen könnt, könnt ihr immer benutzen. Demnach gibt es auch die Glyphe nicht mehr. Gibt auch keine Anregen-Glyphe mehr, weil es kein Anregen mehr gibt und so, ne? Müsst ihr halt mal gucken. Das ist nichts Neues. Die neuen Spells habe ich mir gar nicht angeguckt. Mundfeuer kann jetzt in Katzengestalt eingesetzt werden. Heilende Berührung erhöht den Schaden eurer nächsten zwei Nahkampfangriffe. Und wildes Brüllen ist jetzt passiv und erhöht sämtlichen verursachten körperlichen Schaden. Oh, das ist OP für Feral-Druiden. Die sind ja sowieso immer dafür, wildes Brüllen oben zu halten. Das hört sich gut an. So, was haben wir denn noch? Erfolge? Keine Ahnung, ich war jetzt nicht so der Erfolgstypi. Questlog.
Questlog ist neu. Habe ich jetzt einfach schon kurz geöffnet eben, deshalb seht ihr es nicht mehr und zeigt euch nämlich eben, was alles neu war. Oder hier, das war das. Seht ihr eben hier, kannst du jetzt schnell navigieren, wohin du willst. Mit Rechtsklick rauszoomen, mit Mauswheel kannst du scrollen. Und auch so mit Linksklick macht man, oder was machen wir Linksklick? Pen on Current Map. Ach so, kannst du scrollen. Ja. Hier werden die Quests gelistet. Und da sieht man alle Quests. Oh, nichts Besonderes halt mehr. Aber nur ein bisschen aufgeräumt. Mit rechts könnt ihr immer noch einfach einen Schritt immer zurückgehen. Hier ist Drehner, wie ihr seht. Wunderhübsch. Ist halt immer noch eine Alpha. Oder ist schon Beta? Beta? Alpha? Gab's noch Alpha, ne? Müsste noch Alpha sein. Oder schon wieder? Ist ja auch egal. Eins von beiden. Oh, hier sind nochmal drauf gedrückt, weiß ich noch nicht. Und zum Beispiel ist hier irgendwas neu. Was ist das da? Das sind die Tatzen. Und das sind die Pokémon-Dinger. Aufstreben datiert sie immer. Weiß ich gar nicht. Waren das die Pokémon-Dinger? Kann sein, dass das die Pokémon-Trainer waren. Was haben wir denn noch? Gildenbrowser. Hab noch keine Gilde, sieht genau aus wie der alte. Könnte ich Gilden suchen. Dungeon Browser. Sieht genauso aus. Da gibt's schon Dungeons. Frostfürst Ahun. Gibt's denn hier alles? Blutschlägermine. Begräbnisstätte. Himmelsnadel und obere Schwarzfelsspitze. Mists of Pandaria, habe ich die alle gemacht schon? Weiß ich gar nicht. Ist das grau? Ist das nicht mehr für mich gedacht, oder was? Genau. Naja, so Szenarien. Ich weiß gar nicht, ob es hier irgendwas Tolles gibt. Die Minen von Drenor. Schon auch neue, kenne ich mich jetzt auch nicht so aus. Wie gesagt, ich habe jetzt unheimlich aufgehört. Anfang 2013. Oder? Ja. Also eineinhalb Jahre her. Schlachtzugsbörser. War das LFR Schlachtzugsbörser? Ja, ne? Oder? Da gab es ein extra LFR-Ding. Nee. Schlachtzugsbörser war LFR, ne? Glaube ich, müsste sein. Looking for Raid, ja. Schon auch ein paar neue. Wie gesagt, ich habe die ganzen Schlacht um Orgrimmar-Dinger gar nicht gemacht. Könnte ich ja jetzt sogar vielleicht noch machen. Vielleicht hole ich die noch nach, ich bin ja 90. Ja, wahrscheinlich macht sie keine in der Beta. Naja. Würde auch keinen Sinn machen. Und es gibt Pre-Made Groups. Das ist neu, aber keine Ahnung, was das ist. Werden wir wohl irgendwann sehen. PvP-Suche jetzt. Zufällige Schlachtfelder. Gewertete Schlachtfeldor. Kräfte messen organisierte Gruppen. Achso, hier kann man die. Ah, genau. Das war auch gewünscht, dass man immer Gruppen suchen kann für Battlegrounds und so. Herausforderungen. Ach, das war das. Okay. Sammlung. Reittiere. Habe ich alle Reittiere, die es gibt, oder? Nee. Aber scheinbar eine Menge. Reiserakete. Was gibt's denn hier alles? Mammuts. Wölfe. Guck ich mir einfach mal durch, einfach mal so aus Interesse halber. Teilbuchs, Kodos. Eine Reitziege. Ein Wolf. Drachen, 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 Raptoren. Noch mehr Drachen. Skorpione. Die Korkron, das sind ja die bösen Orks. Die Handlanger. Von dem jeweiligen Kriegsfürsten immer gewesen. Auch unter Garrosh noch.
Ein Seepferdchen, unbesiegbar, aus der Eiskronen-Zitadelle gedroppt. Ach, gibt viel zu viele. Ich gucke jetzt auch nicht alle durch, oder? Das kann ich aber so machen. Ne, kann ich natürlich nicht. Naja, gibt genug. Okay, egal. Wildtier-Dinger. Das war das Pokémon-Ding ja, genau, aus der Kämpfe. Habe ich hier irgendwelche? Naja. Spielzeugkiste. Oh, sowas ist auch neu. Kann man da die ganzen Spielzeugdinger reinstopfen. Ist auch gut. Und ich habe noch was gelesen, und zwar ist doch die Bank in OG, oder? Das weiß ich zumindest noch. Von dem, was... Nee, ist nicht die... Okay. Dann weiß ich doch nicht. Was ist denn die Bank in OG? Ich kenne mich in OG nicht unbedingt aus. Ist das hier die Bank? Das ist AHA, ne? Oder war hier immer das AHA? Ja. Aber hier war doch immer die Bank, oder nicht? Mysteriös. Hier ist doch bestimmt irgendwo eine Wache. Hallo, Mr. Wache, wo ist denn die Bank? Wo sind wir hier? Tal der Stärke, bitte. Da. So, und zwar soll es geben... ein extra Reagenzienfach. Kostet 100 Gold. Da kann man nicht seine Handwerksmaterialien. Ich kaufe mir das jetzt einfach mal. Scheißegal, ich habe ja 10.000 Gold. Bank aufräumen. Irgendwo automatisch sortieren lassen. Und hier kann man dann seine Handwerksmaterialien lagern. Ich weiß nicht, ob man auch automatisch craften kann, dann ohne die rausholen zu müssen. Kann ich jetzt auch nicht testen, weil ich hab halt nichts. Boah, wieso hab ich eigentlich keine Rezepte? War auch noch ein bisschen buggy. Und hat zwar den vollen Skill. Ups, keine Rezepte auch hier. Heilskill kann ich noch irgendwo anpacken. Ja. Ja. Also geil. Das ist auf jeden Fall noch neu, das habe ich noch gelesen. Und ansonsten hätten wir das auch noch. Wir haben den Dungeon Compendium. Kann ich ja mal gucken. So, das sind die Draenor-Instanzen. Mal gucken, was ich hier noch nicht gemacht habe. New Zao-Tempel habe ich gemacht. Shadowpan habe ich mal. Brauerei habe ich gemacht. Wushan-Palas. Hier habe ich, glaube ich, alle gemacht noch. Nur hier habe ich nicht alle gemacht. Thron des Donners habe ich, glaube ich, nicht gemacht, oder? Glaube nicht. Da habe ich gerade aufgehört. Schlacht um Orgrimmar habe ich auch noch nicht gemacht. Ja, ist auch nichts Neues hier dabei. Aber der Shop! Und zwar könnt ihr euch kaufen Haustiere. Ist immer noch die japanische Währung, oder? Oder XTS, keine Ahnung, was bedeutet. Drei Tiere kann man sich auch kaufen. Wahrscheinlich wird man sich hier später auch die Level 90 boosten und so kaufen können. So, noch irgendwas? Spielmenü, Latenz. Ah, bin nicht auf US-Servern. Weil EU-Server gibt es nur einen PvP-Server und dort erstellt einem immer automatisch einen Level 100er Char. Weshalb ich dort halt nicht spielen kann. Außer, dass man da vielleicht seine Chars kopieren könnte, aber wie gesagt, ich möchte halt nicht meine eigenen Chars spielen. Weil ich mich nicht so sehr spoilern möchte. Ja, dann haben wir alles durch, ne, soweit. Dann würde ich sagen, mache ich mal einen Cut, denn ich muss mal gucken, wie ich nach Draenor komme. Und dann werden wir uns mal eine Instanz angucken, würde ich mal sagen. Oder sowas. Oder eine Questreihe. Schauen wir mal. Ich bedanke mich schon mal fürs Zuschauen. Bis gleich.